Hallo und herzlich willkommen, so rum, in Wölfchens Bastelstube. Mein Name ist Kerstin und ich habe euch heute hier eine ganz süße, ja, frohe Ostern oder eine Osterkarte mitgebracht. Die liegt schon länger bei mir auf dem Tisch, aber wie gesagt, ich war ja eine ganze Weile krank, konnte nicht sprechen, war heiser, die Nase lief, also total erkältet. Und ja, deshalb konnte ich auch gar nicht das Video drehen. Ja, die ist zucker, zucker, zucker süß. Ich habe da hier mir von Stampin' Up, ich zeige euch das am besten. Dann könnt ihr mir besser folgen. Hier, und zwar habe ich mir hier Stanzformen schmückt den Kranz. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das noch zu Hause hat. Aber ich gehe mal stark von aus, oder sowas ähnliches. Das ist dieser hier, den habe ich verwendet. Und ihr sagt, ja, der ist aber weitaus kleiner wie deiner. Ja, da habt ihr recht, das stimmt. Ist der auch. Und zwar habe ich mir den 2,5 Mal ausgestanzt und habe den dann so auseinandergeschnitten. Das zeige ich euch gleich, so dass ich hier diesen großen Kranz bilden kann. Denn der war mir wirklich arschklein. Da kriege ich ja hier gar nicht meine schönen, meine Lämmer hier rein. Und ich wollte einfach eine schöne große Karte machen. Ja, und wie gesagt, das habe ich dazu benutzt. Und ich zeige euch gleich, was ihr dazu alles braucht. Und zwar braucht ihr dazu für diese schöne Karte einmal ein Kartenrolling. Ich habe hier so einen, der ist so marmoriert. Den habe ich schon, ja, ich sag mal 100 Jahre, was ja nicht stimmt, aber den habe ich schon wenigstens 15 Jahre bei mir in meinem Bastelzimmer. Und irgendwie habe ich den immer hin und her geschoben und nie damit gearbeitet. Und jetzt ist der mir wieder in die Finger gefallen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde den jetzt erst traumhaft schön, vorher nicht. Gut, okay. Der hat ein Maß von 29 mal 14,5, also 14,5, in der Mitte gefallen ist bei 14,5. Wenn ihr den nicht habt, was ich bezweifle, dass ihr den nicht habt, da könnt ihr einen Farbkarton nach eurer Wahl nehmen. Das ist ja nicht das Problem. Es geht sich ja hier um die Karte und nicht um diese, dieses Papier. So, dann habe ich mir hier in Farngrün einen Aufleger zugeschnitten. Der hat ein Maß von 13,5 x 13,5 und hier diesen weißen Farbkarton in Grundweiß. Der hat ein Maß von 13 x 13 cm. So, das habe ich mir schon vorbereitet und jetzt zeige ich euch, was ihr für diese schöne Karte braucht. Ich habe mir hier so ein Banner aus meinem Bestand ausgestanzt. Hier habe ich den an den Seiten gefalzt. Das mache ich jetzt heute nicht. Ich will den mal so schön flach verwenden. Dann habe ich hier meine kleinen Osterlämmer. Die werde ich mit euch noch kolorieren. Und ich habe mir hier in Farngrün ein Kreis ausgestanzt, und zwar den größten, den wir haben, bei den lagenweißen Kreisen. Und den nehme ich so hier auf die Karte, seht ihr, dann passt der auch so schön drauf. Und wie gesagt, hier habe ich mir den Kranz so auseinandergeschnitten. Und das machen wir jetzt hier zusammen, sodass ihr auch sehen könnt, wie ich das gemacht habe. So, ich denke mal, wir fangen hier erstmal mit unseren Lämmer an, die zu kolorieren. Denn das braucht eine Zeit zum Trocknen. Das geht hier zur Seite. Und ich nehme mir hier mein, ich sage immer dazu, mein Matschbrett, da kann dann, ich sag mal, Flüssigkeit drauf, kann nass werden, ist so ein Magnet,
ja, Magnetbrett hier. Und das habe ich mir, ich glaube, beim Action gekauft. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe das schon länger. Und nehme mir jetzt hier das dazu, weil ich es auch habe. So, dann nehme ich mir hier meine Faber-Castell, hier die Albrecht Dürer Wasserkolor. Ihr könnt natürlich nehmen, was ihr zu Hause habt. Ihr braucht natürlich euch das hier nicht zu kaufen. Aber ich, wie gesagt, ich habe das unterm Weihnachtsbaum gehabt, weil ich zu meinem Mann sagte, Mensch, sei immer so eine schöne Farben, die man hat. Und ich habe ja auch die Polychromos und wollte ich auch ganz gerne hier diese Stifte haben, die man so schön mit Wasser vermalen kann. Und jetzt brauche ich noch mein Wasserglas hier und ein Pinselchen. Genau. Nehmt einfach einen Pinsel, den ihr zu Hause habt. Der ist hier zum Beispiel von Faber-Castell. Der war hier auch bei den Buntstiften mit dabei. Und so, dann legen wir mal los. Ich stelle mir mein Wasserchen dahin und dann mache ich mir den Pinsel nass und fange an, erstmal hier mein Lämmlein hier in Warmgrau ist das, kann ich euch sagen. Warmgrau 2, also römisch 2. So, und dann koloriere ich mir erstmal hier das Lämmchen mit dem Warmgrau vor. Das ist wirklich zucker, zuckersüß, diese Sachen. Wenn ihr die nicht habt, dann nehmt eben halt was anderes, was ihr zu Hause habt. Und Hasen oder kleine Küken. Je nachdem, nehmt das, was ihr zu Hause habt. Und dann ist das so. So. Jetzt gehe ich mir hier noch bei meinem zweiten Lämmlein hier drüber. Mach erstmal hier alles nass. Genau. So. Und dann gehe ich hier auch mit dem Warmgrau so rein und koloriere mir das erstmal mit der hellen Farbe so aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Ich schaue mal, dass ich das für euch ein bisschen näher bringe. Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Super. Genau. So. Ja, dann könnt ihr sehen, wie ich die kleine Lämmlein hier anmale. So, hier noch an den Öhrchen. Und jetzt gehe ich hier mit meiner nächsten Farbe rein. Das ist Warmgrau 5. Und da kriegt jetzt das Lämmchen seine Konturen. Weil die sind ja nicht schneeweiß. Nur wenn die geboren sind, dann sind die schneeweiß. Sonst ja eben halt nicht. Ja. So, ist wirklich gar nicht schwer. Es gibt kein richtig, kein falsch. Macht das so, wie ihr meint. So mache ich es nämlich auch. Und dann ist das so okay. So. Jetzt gehe ich hier nochmal mit meinem Stift hier rein und setze mir hier einfach die Konturen. So. Und hier bei meinem anderen Schäfchen auch. So. Genau, das bleibt natürlich nicht so. Sieht ja blöd aus. Nur, dass man eben halt mal hier so ein bisschen das angedeutet hat. So.
So, noch ein bisschen hier das Ganze verblenden. So, dann sieht das nämlich nicht so abgehakt aus. So. Und dann brauchen wir auch gleich noch ein Rosé für die Öhrchen und ein Schwarz für die Hufe. Muss man nicht, aber ich finde es ganz niedlich, hier die Lämmer so zu kolorieren. So, ich gucke mal nach einem Schwarz und einem, ja, haben wir hier einmal Schwarz und einmal, ich glaube, das ist Magenta, aber da gucke ich gleich mal. Nee, Kaminrosé, so heißt das. So, und dann gehe ich hier wirklich an die Nase so ein kleines bisschen dran und den Mund. Und hier genauso. Und an die Öhrchen. So, da schaue ich jetzt mal, dass ich das so ein bisschen in Szene setze. Ich sehe schon, ich habe zu viel Wasser, aber ist auch nicht schlimm. So. So, genau. Ist ja nur so ein bisschen angedeutet. Das rosa Näschen. Was sagt ihr eigentlich zu dem Wetter? Ist das nicht grausam? Wir haben schon Mitte März und es ist am Schütten, wie vom Himmel komm runter. Also ich hasse das. Ich möchte Sommer haben, beziehungsweise erstmal Frühjahr. Die Osterglocken und Schneeglöckchen, die sind ja schon da, ist ja okay, aber wie gesagt, das nervt, ne? Dieses nasse Wetter nervt einfach nur. So. So. Ein rotes, rosa Näschen hier. Für dich auch. So, und die Augen mache ich natürlich mit Schwarz hier so ein bisschen. Genau. Und hier auch. Das lasse ich jetzt hier so, genau. Und jetzt kriegen die Hufe hier noch einmal so eine Koloration. Ja, viele sagen ja auch, die haben braune Hufe. Mag sein. Für mich gibt es die heute hier in Schwarz. Weil wir haben ja auch schwarze Schafe hier bei uns. Mein Mann sagt immer, und eins sitzt hier am Basteltisch. Das bin ich dann, das schwarze Schaf. Aber da stehe ich drüber. So. Die wollte ich nämlich erst mit euch hier fertig machen, weil die müssen ja noch trocknen, ehe die dann nachher auf die Karte können. Und deshalb war das jetzt hier erstmal vorrangig. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die Hufe noch ein bisschen dunkler kriegen. Das funktioniert auch. So, und dann können die auch hier einmal zur Seite zum Trocknen.
Dann haben wir hier unser Schäfchen fertig. So, jetzt müssen die nur noch trocknen und dann können wir die für die Karte verwenden. So, meine Lieben, also wie gesagt, es ist doch relativ schnell gegangen. Und wie gesagt, wer die Stifte nicht hat, die Aquarellstifte, der nimmt eben halt welche, die er zu Hause hat, oder Polychromos oder lässt die Schäfchen weiß. Also von daher, alles gut. Nehmt das, was ihr zu Hause habt. Ich wollte euch eigentlich nur auch ein Beispiel geben, dass man hier so eine schöne große Karte mit kleine Kränze machen kann. So, dann kleben wir uns erstmal die ganze Sache hier auf die Grundkarte auf. Ich nehme dazu hier meinen Flüssigkleber, den Tombow. So, ich muss nur, seht ihr, wäre schon bald schief gegangen. Muss nur gucken, wo die Öffnung ist. Also es wird so eine Aufstellkarte. Ja, ihr könnt gar nichts sehen. Ich muss euch wieder mal rausnehmen aus der ganzen Situation hier vom Kolorieren. Entschuldigt, ist aber nicht viel passiert. Wie gesagt, wir kleben uns jetzt hier erstmal die Karte zusammen. So, und bevor wir uns die weiter zusammenkleben, möchte ich ganz gerne noch hier die Karte ein paar Sprenkel geben. Und da nehme ich hier einfach so einen kleinen Wasserkasten, hätte ich bald gesagt, durch die Aquarellfarben. Und der stammt, wie gesagt, aus dem Action. Da habe ich mir den geholt. Das ist keine Qualität, aber hier so für so Punkte zu machen, reicht das völlig aus. Da braucht man nicht jetzt hier so einen teuren Kasten sich anzuschaffen. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu dunkel. Aber ist auch nicht schlimm. Dann nehmen wir noch die hellere hier. Und sprenkeln uns hier die Helle noch so schön drauf. So, genau. So, dann haben wir das auch. Hier so ein Teil kostet 99 Cent. Wie gesagt, das ist kein Geld in der Beziehung. Von daher braucht man da jetzt nicht Riesengelder auszugeben. So, die lege ich jetzt erstmal zur Seite. Wisch mir hier mein Board ab. So. Und dann werde ich mir hier meine Karte schnell mal trocknen und bin gleich für euch wieder da. So, die habe ich jetzt einfach trocken gepustet hier, die Karte, sonst dauert das ja so lange, er das von alleine trocknet. Und da der Föhn ja so laut ist, habe ich euch erstmal das erspart. So, dann kleben wir uns hier diese Karte, natürlich ist sie jetzt ein bisschen wellig, aber durch das Kleben, dann zieht die sich wieder hin. So, ich nehme mir hier meinen Flüssigkleber dazu, den Tombow, und man darf nicht rausgucken. So, dann kleben wir uns die Karte auf. Ich gucke gerade mal, aber ist eigentlich egal, wie rum.
man die klebt. So. Genau. Und dann einfach hier mit dem Falzbein da schön nachdrücken. So, vorhin hat es geregnet, vom Himmel komm runter, also ich sag mal eimerweise. Und jetzt ist es am Hageln. Wir haben März und nicht April, Leute. Aber ja, ist leider so. So, meine Lieben, jetzt habe ich hier uns die Karte fertig gemacht, geklebt. Und jetzt können wir, wo habe ich sie? Hier. Jetzt können wir uns den Kranz aufkleben. Den klebe ich hier auch so plan auf. Klebe den aber nicht komplett, sondern lass mir wirklich ein ganz kleines Stückchen übrig, dass ich nicht mit Kleber versetze, weil da möchte ich gerne eine Nylonschnur durchziehen. Das finde ich ganz hübsch. Statt einer dicken Schleife hier, die meine kleinen Lämmer erschlägt, habe ich mich dafür entschieden. So. Ungefähr so ein Stückchen könnt ihr sehen. Ja, hier, dieses Stück bleibt jetzt ohne Kleber. Und setze mir jetzt das so ungefähr mittig auf. Muss nur mal gucken, dass mir hier nicht mein Kleber hier einen Strich durch die Rechnung macht. So, ist okay. So, jetzt schneiden wir uns hier einmal unseren Kranz auseinander. Und da schaue ich einfach, wo die Blüten sind. Die Blätter, Entschuldigung. Und knips mir das so ab. Schaut mal. Und dann hat man hier wirklich ganz tolle Blätterstücke. Und die werden wir uns hier gleich so schön draufkleben. So, also aus einem Kranz bekommt ihr hier 4 solche Blätterranken. So, und die kleben wir uns natürlich auch alle mit Kleber auf. Wie gesagt, hier nur am Rand. Hier unten. Und dann geht es hier schon los. Passt auf, dass ihr hier euch, wenn ihr das mit einer Schnur versetzen wollt, nicht das zuklebt. Darum fange ich hier oben an und gehe dann entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn. Und steck einfach dann immer hier so die Blätter unter und gehe dann so ringsherum. Dabei drehe ich mir dann die Karte. Was für ein Aufwand für so eine Karte. Aber ich muss euch ehrlich sagen, von nichts kommt nichts. Und ich finde die wirklich zucker süß mit den kleinen Lämmchen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich so eine schöne Osterkarte bekomme. Weil A ist die handgemacht und B, so eine niedliche Motive habe ich noch keine gesehen. So, jetzt nehme ich hier meine vorbereiteten. Guckt einfach, wie viel ihr da reinsetzen wollt. Wenn ihr den schön dick buschig haben wollt, stanzt ihr euch einfach ein paar mehr aus und setzt die dann so schön hier mit unter. So. Könnt ihr sehen, ich schiebe mal weiter höher. So. Und hier. Ich gehe immer hier an dem Kreisrand entlang, so dass sich das dann zusammenfügt.
Oh, hier ist ein großer, aber ist egal. Wenn ihr ein paar übrig behaltet von den Ranken hier, sowas kann man immer gebrauchen. Egal zu welchem Anlass, ob Geburtstag oder etc. So. Schaut mal, ist das nicht wunderschön? Ich finde das wirklich traumhaft schön. Ich glaube schon, dass das ausreicht. Ich hatte hier irgendwo noch so ein einzelnes kleines Blatt. Hier ist es auch. Das setze ich mir noch hier unten einmal so rein. Wie gesagt, wenn ihr das dichter haben wollt, dann stanzt euch einfach ein paar mehr aus, so wie ich auch. Ich habe die jetzt nicht gezählt. Und so. Na, also ich, schaut mal, ist das nicht schön? Aus so einem kleinen Kranz hat man so einen gemacht, ne? So. Genau, jetzt ziehe ich mir schon die Schnur durch oder noch nicht? Nein, wir tun erst unsere schönen, süßen. Hier unser Lämmlein. Ich muss gucken, wo ich meine Pizza habe. So, die setze ich mir aber hier mit Abstandspads drauf. So. Glaube, hier oben noch auf dem Kopf. So, die Trägerfolie noch runter. Genau. Und das andere kriegt auch noch Abstandspads. Genau. Ach, seht ihr, ich habe euch noch gar nicht gesagt, aus welchem Papier die Lämmer ausgestanzt sind. Die sind natürlich aus Aquarellpapier ausgestanzt, weil sonst kann man da nicht mit Wasser arbeiten. Dann tut sich hier das Papier auflösen. Das ist dann so richtig rubbelig. Ich habe schon getestet. Das kann man vergessen. Also das funktioniert nicht, wenn man da mit Wasser arbeitet. So. Na, nun komm her. Genau. Das ist übrigens 300 Gramm schwer. Also es ist ein richtig gutes, festes. So, meine Lieben. Jetzt fangen wir an, uns die kleinen Lämpchen hier reinzusetzen in die Karte. Ist das nicht putzig? Das ist doch sowas von goldig. Traumhaft schön. Ich finde sie wirklich traumhaft schön. So, wir brauchen noch hier was für unseren Banner, für den Schriftzug. Da habe ich mir aus dem Stempelset, muss mich so umdrehen, genau, hier aus dem Stempelset Osterhase, frohe Ostern rausgenommen, habe mir das schon auf dem Block gezogen und stempel mir das hier mit Seladon. So. Und setz mir das hier so drauf. Ja, prima. Wunderbar. So. Bevor wir uns das aufkleben, werde ich mir hier noch eine Nylonschnur reinsetzen. Und das ist hier diese in Olivgrün. Und das wertet die Karte immer noch so ein bisschen auf. So, einmal schnipp. So, und dann hier oben, wo wir uns das freigelassen haben. Genau.
Da gehe ich mit meiner Pinzette einfach so rein. Genau. So rein. Komm. Ich muss die Schleife hier oben. So, seht ihr? Und dann kann ich mir hier das so durchziehen. Das war jetzt hier so mein Ansinnen. So. Und jetzt können wir uns die Schnur so drapieren, wie wir das gerne möchten. Genau. So. So, dann können wir hier uns auch schon unser, das werde ich mir nicht aufkleben, das werde ich mit Dimensions machen, hier mit die Abstandspads, weil wir haben ja die ganzen Gräser, hätte ich bald gesagt, die ganzen Blätter hier, die sind schon so hoch. So. Ich hoffe, dass die runden Abstandspads hier das halten. Die sind schon so alt, paar Jahre schon. Ich habe die beim Aufräumen gefunden, haben sich verklemmt in der Schublade. Deshalb sind die so, ja, so verbogen. Ich hoffe, dass das noch hält. Ja, seht ihr, geht's schon los. Da muss man wirklich drauf drücken. Aber ich wollte sie jetzt nicht wegwerfen. Wir Bastler, wir können ja aus alles was machen. So. Und dann hier einfach so schön. Guck mal. Das mit dem Abstand ist, ja, passt, passt ganz genau. So, genau. Und jetzt haben wir hier noch unseren Spruch. Und wir brauchen noch ein paar Nuvo-Drops. Und die setze ich mir hier oben hin, wie bei der anderen Karte hier auch. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, welche Variante euch besser gefallen hat. Die mit, hier ist Olivgrün, hier haben wir Farngrün und umgedreht. Hier ist Farngrün und hier ist Olivgrün, meine Güte. Ich schreibe euch aber das alles in die Bastelanleitung. Ob ihr das hier mit dem Banner hier oben drüber so besser, ob euch das besser gefällt oder eben halt so rüber, einfach ohne das so anzuheben. Das könnt ihr mir ja dann in die Kommentare schreiben. So, jetzt machen wir hier noch solche schönen Nuvo Drops hier. Die müssen natürlich trocknen. Das habe ich hier bei der anderen Karte auch gemacht. Und die sind aber, wie gesagt, ja hier schon lange fest. Ne? Da kann man ja wunderbar drüber gehen. Ja, meine Lieben. Das war es jetzt auch schon von mir. Die kann ich hier nicht so hoch nehmen wegen den Nuvo Drops, sonst sind die gleich zerlaufen. Die müssen erst trocknen. Ja, das war hier meine Idee. Wie gesagt, man kann so viele Sachen machen mit Kränze, weil ich wirklich zuckersüß finde. Ich sage ja, wer die kleinen Schäfchen hier nicht hat, gar kein Problem. Der kann eben Hühner, Küken und Hasen, was ihr zu Hause habt, nehmen und euch so eine schöne Karte basteln. Ja, meine Lieben. Und ich wollte euch noch was sagen, was ich ja in jedem Video jetzt mache. Das ganze Jahr lang, von Januar bis Dezember, Versandkosten sparen. Ein Jahr lang tue ich eure Versandkosten übernehmen für eure Bestellung. Und das ist nur gültig in Wölfchens Bastelstube. Ich sage Tschüss, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Eure Kerstin.